Herzlich willkommen bei Tomsei, kleine Bäume und mehr. Heute machen wir mal ein paar Vorbereitungsarbeiten für den Little Princess. Den habe ich im Baumarkt gezogen für einen schmalen Kurs. Habe euch letztes Mal im Video gezeigt, dass ich hoffe, dass es sich hier um einen sortenreinen Doppelstamm handelt. Der bleibt aber dieses Jahr jetzt noch auf jeden Fall hier in dem Topf. Den topfen wir erst nächstes Jahr im Frühling um. Aber wir schneiden ihn jetzt noch ein klein bisschen und nehmen ihm unten noch paar Äste weg, damit die Wunden auch jetzt noch schön verheilen. Wenn er so viel Grün und Saftfluss hat, verheilt es besser. Deswegen will ich ihm jetzt noch diese Äste unten nehmen, damit wir das im Frühling nicht machen müssen. Dass er sich im Frühling komplett einfach nur auf den Neuaustrieb fokussieren kann und nicht noch Wunden verheilen muss. Das heißt, ich hole euch ein bisschen näher ran. Ich zeige euch, was ich machen will. Und wir machen es einfach zusammen, schneiden ihn ein klein bisschen und nehmen ihm hier unten diese dickeren Äste weg, wo hier unten wachsen. Jo, ich hole euch ran. Bis gleich. So, da ich diese unteren Äste hier alle nicht brauche, ja, den hier können wir vielleicht lassen, ja. Obwohl der auch ein bisschen niedrig ist, nehmen wir die alle mal raus. Und jo. Nehmt euch mit, habt mir hier schon mal die Knospenzange genommen. Hier hinten hat er schon eine schöne Narbe. Ich weiß nicht. Der wächst hier unten raus. Und natürlich verschließen wir die Wunden. Oh, das ist das Falsche. Mit Wundpaste aber natürlich das für Laubbäume. Ja, das ist dies hier mit dem weißen Deckel. Das graue. Das andere mit dem grünen Deckel ist für Nadelbäume. Schön verschließen. Dann kann die Sache hier wunderbar verheilen. So, jetzt haben wir hier drüben noch einen. Und hier noch ein ganz kleiner. So, jetzt haben wir diese Arbeiten hier schon mal erledigt.
So, ihr seht, jetzt haben wir eben hier unten mal die Sachen genommen. Jetzt kommt der erste Ast, der kommt hier. Den können wir dann ein bisschen runterziehen. Der hier kommt hier. So, ja. Müssen wir mal schauen, ob der noch irgendwann eine Rolle spielt. Aber ich würde den jetzt gerne mal noch dran lassen. Man weiß nicht genau, wo die Front ist, wo, wie, was. Ob man von der Seite oder von der Seite. Das müssen wir natürlich alles sehen, wenn wir hier das Nebari freilegen und den Wurzelansatz sehen. Ansonsten schauen wir mal kurz durch. Natürlich hat er hier so eine Dreierverzweigung, ist nicht schön. Hier hat er eine Dreierverzweigung, ist nicht schön. Da müssen wir natürlich auch noch eingreifen, aber jetzt würde ich das ungern machen, weil er jetzt schön Saftzug hat, somit auch die Wunden verschließt, somit auch vielleicht noch ein bisschen dicken Wachstum macht dieses Jahr und im Herbst, Winterschnitt, dann können wir uns den Baum noch mal richtig angucken, ihm die Dreierstellen rausnehmen. Jo. Ich bin gespannt, was mit der Little Princess hier noch passiert. Auf jeden Fall, man sieht es schon, Little Princess, schöne kleine Blätter. Und ich denke, die werden noch ein bisschen kleiner werden, wenn der dann in einem Töpfle ist. Von dem her, das wird sicher ein cooler Baum mal. In dem Sinne war es das schon kurz und knackig, bündig von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Euer Tom. Ciao.